Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem weiteren Project Zomboid Tutorial auf unserem One Life Left Kanal. Heute geht es mal um das Einfügen von Mods in Project Zomboid. Es geht auch teilweise in Spielstände, aber darauf kommen wir gleich zurück nochmal. Dieses Tutorial bezieht sich lediglich auf Einzelspieler und wenn ihr das im Multiplayer alles machen wollt, haben wir ein weiteres Tutorial für euch vorbereitet. Nachdem ihr also auf Einzelspieler geklickt habt, habt ihr hier unten auch schon gleich den Mod-Bereich, wo Mods steht, und hier kann man seine Mods wählen. Bevor ihr hier aber überhaupt Mods drinne habt, wenn ihr auf Wähle Mods klickt, müsst ihr diese zuvor im Steam Workshop sozusagen abonnieren. Das zeige ich euch jetzt. Sobald ihr in eurer Steam-Bibliothek Project Zomboid angewählt habt, habt ihr oben hier Reiter und da könnt ihr auf den Workshop zugreifen. Und wenn ihr dort dann angelangt seid, habt ihr hier verschiedenste Mods, die ihr anwählen könnt. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den 82er Jeep, J10. Und dabei gibt es immer ein paar Sachen jetzt zu beachten. Einfach ganz easy eigentlich auch, lest euch die Beschreibung durch, die steht nicht umsonst da. Und da seht ihr jegliche Kompatibilitäten. Des Weiteren könnt ihr auch in den Kommentaren zum Beispiel mal schauen, wann die letzten Kommentare gekommen sind und ob das überhaupt aktuell für die derzeitige Version auf jeden Fall ist. Das ist immer ganz wichtig. Dann drückt ihr hier einfach einmal auf Abonnieren. Nachdem ihr also eure Mods ausgewählt habt, klickt ihr einfach dann auf Wähle Mods und dann erscheint hier die große Mod-Auswahl mit jeglichen Mods, die ihr abonniert habt. Sofern diese rot sind, wie jetzt hier zum Beispiel, müsst ihr noch weitere Mods hinzufügen. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass die Mods zueinander passen und sich nicht gegenseitig irgendwie Probleme bereiten, sagen wir jetzt einfach mal. Und wenn ihr eine Mod aktivieren möchtet, dann drückt ihr einfach auf Aktivieren. Was ich euch auf jeden Fall sehr empfehle, ist zum Beispiel der Mod Manager. Ich war mir erst nicht sicher, was ich mit dem anfangen soll. Mittlerweile nutze ich ihn immer. Diesen aktiviert ihr einfach alleine erstmal, damit nur der drin ist. Geht auf Zurück. Und wenn ihr jetzt hier nochmal auf Wähle Mods geht, dann seht ihr hier, sieht das alles nochmal ein Stück anders aus auf jeden Fall. Da sieht man nochmal ein paar Sachen, kann aber auch vor allem seine Einstellungen, die man jetzt ausgewählt hat, beispielsweise einfach abspeichern. Und das ist was ganz Wundervolles, sodass man seine gespeicherten Voreinstellungen direkt hier über diesen Reiter wählen kann. Alternativ kann man sogar die Mods aus Spielständen laden. Und noch vieles mehr. Es gibt einige Mods, wie jetzt beispielsweise die Sun-Sensitive Zombies. Boah, das ist ja ein ekelhaftes Wort. Ihr wisst, was ich meine. Wie diese Mod hier zum Beispiel, die ich jetzt hier mal anschalte. Dann befindet sich diese jetzt hier mit wieder unter Mods. Und dann könnt ihr natürlich zum einen Mod Options noch nutzen. Das ist auch eine Mod, die ich hier jetzt noch nicht ausgewählt habe. Aber mit dieser Mod könnt ihr dann ebenfalls zum Beispiel auch innerhalb des Spiels einige Mods noch einstellen. Oder ihr geht jetzt hier auf benutzerdefinierter Sandkasten, sucht euch erstmal eine Spawn-Region raus und habt dann hier unten die anderen Mods, die ihr noch mit drin habt, sofern Einstellungen vorgenommen werden können. Und somit habt ihr auch hier dann neue Einstellungen direkt und könnt euch alles so einstellen, wie ihr euch das alles vorstellt. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie ihr das in einen aktiven Spielstand mit einfügen könnt. Da geht ihr dann hier beispielsweise auf einen Speicherstand und geht hier unten auf Mehr quasi. Hier stand gerade noch Mehr. Und dann kann man jetzt hier noch weitere Mods auswählen. Seid aber bitte vorsichtig mit dem Umstellen von Mods in bestehenden Spielständen, da es da oft zu Problemen kommt. In den meisten Fällen steht es dann auch in der Beschreibung auf der Steam Workshop Seite des jeweiligen Autors bzw. Mod-Herstellers und das Hinzufügen oder Entfernen von Maps wird nicht unterstützt. Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Sofern ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare natürlich. Ansonsten empfehle ich euch auch gerne mal auf unseren Kanal zu schauen. Da haben wir auch ein paar Mod-Empfehlungen in anderen Videos und
Ja, schaut doch einfach mal vorbei. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert auch gerne den Kanal. Bis dahin.